Ja, hallo, ich grüße euch, ist der Jürgen aus Thailand. Ja, sonntags, nicht Samstag. Ja, wir kriegen heute Sonntag unsere Fenster, beziehungsweise Türen. Ja, wir sind derweil dabei, hier Pleuel auch. Ja, unsere Küche zu gestalten, weiter zu gestalten. Wir haben gestern schon etwas Beton gegossen. Da pflege ich dann gleich mal so ein paar Aufnahmen ein, beziehungsweise wir haben erst die Türen passend gemacht zur Oberfläche, die dann anschließend kommen wird. Die Oberfläche, die bauen wir gerade, beziehungsweise wir sind dabei, die Schalung zu bauen für diese Oberfläche. Ich zeige euch das mal. Ja, man kann jetzt schon sehen, also die Türen haben schon mal ihren Platz gefunden. Die haben wir heute Morgen, dann Restarbeiten haben wir passend gemacht. Jetzt machen wir uns oben drauf, ja, eine Schalung aus vielerlei Materialien, wie ihr sehen könnt. Da kommt dann mal die Spüle rein in diese Aussparung. Hier sind wir jetzt gerade dabei. Dann die Kochplatte soll hier rein. Ja. Also die Schalung ist eine, ja, auch wieder eine Symbiose aus Holz, Metall. Ja, zum Teil auch Trockenbaumaterial, also hier das Trockenbaumaterial. Ja, haben wir eingepackt in Folie, so mal als für den, der interessiert daran ist, kannst du auch in Folie einpacken, dann tut es dem Material nichts, wenn dann später der Beton, der feuchte Beton da drauf kommt. Ja, müsste soweit funktionieren. Ja, da kommt natürlich noch Bewehrung rein, Eisen kommt da noch rein. Ja, so sind wir dann dabei, uns ja, unsere Schalung dann zu bauen. Ja, da ist man dann schon ein bisschen mit beschäftigt, schon eine ganze Zeit lang dann. Betonieren geht nachher schnell. Die Erfahrung haben wir schon gemacht. Also das ist dann gar nicht so das Problem. Ja, wir kriegen dann heute auch unsere Türen. Ja, ich zeige euch mal. Da könnt ihr sehen. Also der Mann, der arbeitet auch alleine. Und ja, die sollen dann natürlich, ist natürlich alles jetzt ein bisschen durcheinander, aber da sollen die zwei Sachen rein. Ja, wie gesagt, ich werde von unserer gestrigen Aktion mit dem Betonieren, werde ich euch auch mal so ein bisschen Sachen einpflegen, woran ihr dann erkennen könnt, ja, ob man auch anders so bauen kann. Ich muss gleich mal sehen, ich kann es noch nicht versprechen. Ich werde wohl mal zu meinem Schwager rübergehen, der hat ja seine Terrasse gemacht. Daran waren auch viele interessiert. Jetzt hat er natürlich den Anschluss mit der Terrasse. Ja, musste so ein bisschen Lehm dran glauben von seinem Haus. Den wollte er wohl heute ersetzen. Er hat sich wieder Lehm fertig gemacht, genässt und ja, soll dann wieder mit Reishalmen, soll das dann wieder gebaut werden. Bin mal gespannt, ich gehe gleich mal rüber. Und da melde ich mich dann wieder. Ja? Ja, wir haben den ersten Rahmen gegossen. Und heraus stehen noch drei Ösen. Die sind später dann für die Verbindung an die eigentliche Platte gedacht. So haben wir jetzt erstmal einen Rahmen erstellt, um die erste Tür reinzubekommen. Nach demselben Prinzip, wie wir hier verfahren haben, werden wir jetzt auch für diese Seite dann eine Schalung erstellen und dann auch befüllen, damit die beiden Schränke komplett ihre Öffnungen haben. Hier der Anblick am nächsten Morgen. Alles ist ausgeschalt. Ja, und jetzt kann man sehen, wie es gemeint ist, dass die Schränke da reinpassen sollen. Jetzt geht es dann weiter mit der Erstellung der Schalung für die obere Platte, was wir im Laufe des Tages wohl erstellen werden. Ja, der Mann weiß, was er tut. Ziemlich flott auch. Mein Schwager ist natürlich auch mal gucken kommen. Ja, wir sind derweil an unserer Küche dran. Da drin liegt sogar schon unser Spülbecken.
haben wir jetzt schon mal vormontiert. Ja, wir sind ein paar Stunden weiter. Mittlerweile hinter mir geht die Sonne unter. Wir sind auch fertig mit unserer Betongeschichte, beziehungsweise der gute Mann ist immer noch am Fenster dran. Aber die sehen wirklich gut aus. Also muss man sagen, die sind dann jetzt auf unserem Maß hier gefertigt. Er arbeitet immer noch dran. Sehen prima aus. Er hat auch geduldige Zuschauer. Da sitzt mein Schwager und Schwägerin, die gucken sich das Spiel an. Ja, und wir haben es fertig gebracht, unsere Betongeschichte zu vollenden. Ja, ich mache mal so einen Schwenk darüber, ehe die Sonne untergeht. Also ein Loch ist drin für die Spüle. Dann hinten ums Eck. Herdplatte bzw. Gaskocher, der kommt dann hier rein. Ja, die Schalung, ja, jetzt sieht man halt eben weniger, ist wirklich wieder aus allen möglichen Materialien entstanden, die wir so finden konnten. Ja, hier sind wir Metallprofile vorab geschweißt und hier an der Seite mal mit Holz überholfen. Wir haben aber, das muss ich dazu sagen, ja, wenn man jetzt die Schränke einfach so vorne dran montieren würde, dann läuft man Gefahr, wenn oben die Platte mal nass ist, würde einem mehr oder weniger ja das Wasser runterlaufen. Wir haben es jetzt so gemacht, wie man es aus Deutschland auch kennt. Die vordere Kante der Arbeitsplatte steht circa 4 bis 5 cm über, sodass, wenn Wasser herunterrinnen würde, es nicht in den Schrank laufen kann. Ja? Die meisten, die Theken, die ich hier so kenne aus Thailand, die haben halt eben ja den Nachteil, dass sie auch bündig aufhören mit den Türen. Ja, dann läuft man halt eben Gefahr, wenn das Wasser halt eben runterläuft, dann läuft es in die Türen rein. Das wollten wir nicht haben, darum ein bisschen aufwendiger unsere Schalung. Dafür haben wir fast den Dreivierteltag gebraucht. Aber es sieht gut aus und morgen früh sind wir dann schlauer, wenn wir es ausschalen. Das war's mal für heute, der Jürgen aus Thailand. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend bzw. noch einen schönen Tag in Deutschland. Ich sage teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Nicht vergessen, der Jürgen aus Thailand und ich sage tschüss.